Den setze ich jetzt noch mal hin, weil ich hatte vergessen, ich wollte in der Zwischenzeit ja ausladen. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge Planet Nomads. Den können wir ja direkt mal anschließen hier. Das schadet uns ja nichts. Planetenkarte wird aktualisiert. Planetenkarte wurde aktualisiert. So. 2. Aha. Nichts Besonderes hier in der Umgebung, wa? Nö. Okay, das haben wir weg. Kann ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen? Okay, weg damit. So, wir sind da, jetzt fliegen wir dahin und dann da. Temperature shield nearly depleted. Und ich würde mal sagen, mal langsam machen. 170. Nichts weiter, okay.
Ja. So, Rest lassen wir mal hier drin. Ich bin ja der Meinung, dass hier irgendwo noch so ein kleiner Container sein muss. Oder hatte ich den eben schon weggemacht? Oh, nun bleib doch da oben, ey. Was ist das denn? Ich meine ja, der sackt bis zum Knöchlein im Stein. Okay. Kohle. Silizium. Das. Ja, den Rest lassen wir mal wieder drin. Wo sind wir jetzt hier? Mittig. Das heißt, wir fliegen jetzt darunter, so Richtung Südwesten und gucken mal, was wir da finden. Irgendwie muss hier langsam mal wieder was passieren, dass wir irgendwas hier kriegen. Kilometer. Und wir fliegen hier nur irgendwo in der Wüste rum, fällt mir mal so auf. Also im Grunde da in der Mitte. Wir müssten zusehen, dass wir mal weiter Richtung Norden oder mal weiter Richtung Süden fliegen. Denn nur Wüste ist auch nichts. Da kriegen wir nur Probleme. Jetzt schon wieder 31 Grad hier. Ja, um eine fliegende Basis zu bauen, brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr. Weil wir brauchen den besseren Drucker. Und wir brauchen diese Wasserförderung.
Okay, wir sind raus aus der Wüste. Jetzt sind wir im Nebel. Im Gewitter. Lass uns mal ein bisschen runtergehen. Ich sehe hier nichts. Okay. Hier unten ist das Wetter besser als da oben. Was haben wir hier Schönes? Oh! Nehmen wir erstmal alle. Dann wollen wir mal den da hinsetzen. Alles dahin. Galena Light, keine Ahnung. Let go. Kann ich auch nicht wirklich was mit anfangen. Help. Near the main mountain are the process for the interference. To the poor appellants. Time of the... keine Ahnung. Crystal Override Matrix. Pylons. Okay. Planetenkarte ist aktualisiert. Sehr schön. Ja, als nächstes geht's dahin. Oder fliegen wir erstmal sinnvollerweise zurück? Nö. Dahin und dann zurück. Also nochmal einmal richtig weg. Und dann könnten wir auch direkt darüber fliegen, um das Ganze aufzudecken, ja, dass wir wissen, dass wir da noch waren. Ja, da fällt mir aber gerade auf.
So, das haben wir weg. Sonst wären wir da nicht rangekommen. So, wir müssen eigentlich ziemlich gerade Richtung Osten, ja. Ab über den See und dann gucken wir mal. Aha. Ein neues Notsignal. Das fliegen wir jetzt erstmal an. Wir fliegen ja sowieso grob in die Richtung. Dann können wir das auch das erstmal nehmen. Jo. Das. Und dann ein bisschen hoch. Ja, mal ein bisschen steigen, dass wir über die Bäume drüber kommen. Ein Kilometer noch. Und hier haben wir keine Probleme mehr mit der Temperatur. Das ist am Zappeln und am Hakeln kaum zu glauben. Nach 500 Meter können wir ja schon mal so ein bisschen 400 Meter ein bisschen sinken. Und das nächste Notsignal. Keine Fragezeichen, okay. So, wo ist der kleine Container? Hier gibt's keinen, oder wie? Komisch.
Dann setzen wir erstmal kurz ein Radar hierher. So. Und einmal scannen. Den setze ich jetzt noch mal hin, weil ich hatte vergessen, ich wollte in der Zwischenzeit ja ausladen. So. Dass ich wirklich nur das vom Radar im Inventar behalte. Das raus. Das raus. So, gut. Haben wir alles. Und das weg. Und dann gucken wir mal. Jetzt ist die große Frage, fliegen wir hoch oder fliegen wir runter? Ich denke mal, wir fliegen runter und fliegen dann unten rum, hier rum, zurück Richtung Basis. Also im Grunde genau Richtung Westen und scannen da ab und zu mal. Haben dann die Möglichkeit, da nochmal hochzufliegen, da zu scannen, den restlichen Bereich. Und vielleicht finden wir ja dann hier hinten auch noch irgendwas. Schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier schon mal 1, 2, 3, 4, 4 Teleporter, die wir noch nicht uns angeguckt haben. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.